Naja, Versuch. Problem ist, dass ich zu nah an dem dran stehe immer. Der rollt dann immer in mich rein. Und dann kann ich den irgendwie nicht greifen, weil er mich dann halt direkt erwischt. Nehm mich halt, oh Gott! Ich kann den Knopf spammen, so viel ich will, das bringt gar nichts. Spielmechanik einfach nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Einmal hat es funktioniert. Einmal. Ich kann das drücken, so viel ich will. Greif den halt! Mein Gott, jetzt rollt der schon an mir vorbei. Genau das! Ich meine, ich müsste eigentlich... Ja, ich habe noch die Fee. Es ist egal, wie viel ich das... Spamme, es bringt einfach die halbe Zeit nichts. Ab und zu bringt's mal was. Ach, danke. Ach, den muss man runterwerfen, oder? Komm du lieber zu mir her. Du musst dich nicht so weit werfen. Du sollst zurückgehen! Ich will ungern so meine Fee verbrauchen. Das muss man dreimal machen, oder? Darüber ein bisschen. Midna nervt jetzt nicht. Ja, danke schön. Jetzt zum Schluss hat es natürlich geklappt mit dem vierten Leben. Wenn man ist, da denkt man nicht, man ist ja nur ein Mensch und dann. Willst du einfach zu unserem Oberhaupt? Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. So, während die aufsteigen, trinke ich. Link ist ein bisschen erschöpft gerade. So. Da sollten normalerweise auch Kisten drin sein für Leben etc. Stehen ja eh überall rum. Oder auch nicht. Doch, ich glaube, ich habe was gesehen. Ach, du erhältst den Heroenbogen. Schatz der Heroen, der einst dem legendären Helden gehört haben soll. Lege ihn an und schieße. Ziehe mit Hilfe von und schieße, indem du einen Knopf loslässt. Jetzt bist du 30. Warte, ich hole jetzt mal kurz mein Gamepad. Kann ich
mit dem jetzt eigentlich spielen? Das funktioniert. Ich kann jetzt aber gerade die Steuerung nicht umstellen. Ich würde nur gerne wissen, ob ich mit dem Gamepad wenigstens zielen kann. So, Herz näher. Das Piepsen aufhört. So. Obwohl, eigentlich kann ich das da einpacken. Nee, ich kann das leider jetzt mittendrin nicht mehr umstellen. Ich werde beim nächsten Mal probieren, mit dem Gamepad zu spielen. Ich habe da nur immer Angst, dass da zu viel dann am Gamepad angezeigt wird, was man dann im Video nicht sehen kann. Schießen wir die halt weg. Oder? Wer nervt, kriegt einen Pfeil ins Auge. Das war schon immer mein Motto. Ja klar. Ein ganz humanes Motto. Puh! Alle erledigt. Ah, boah. Ist mir gerade heiß. Habe ich keinen übersehen? Ernsthaft? Wie passiert denn sowas? Noch nie passiert hier. So, da hinten dürfte es zum Weißen gehen. Zum letzten, ja. Oh, und damit haben wir den Masterschlüssel auch. Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Du hast alle drei Fragmente gefunden. Somit liegt der große Schlüssel in deinen Händen. Finde jetzt den Dungeon-Boss. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Krogo eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Krogo in dieser widernatürlichen Gestalt hat, aber du hast es immerhin bisher geschafft, also werde ich dir eine Kraft vertrauen. Nun beeil dich, in das Zimmer zu kommen, in dem sich unser Oberhaupt befindet. So, hier drin kann ich kein Schwert schwingen, deswegen. Was? Gar nicht der Kompass? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Das ist eigentlich, ich finde hier den Kompass. Okay. Ich meine, es sollte jetzt prinzipiell auch ohne Kompass kein großes Problem mehr sein hier. Den Rest zu schaffen, aber rein der Vollständigkeit halber. Mach ich den schon kriegen. Wäre das erste Mal, dass ich in einem Dungeon nicht alles bekommen habe. Ah, ich glaube, der ist da. Nee, das ist ein Schlüssel. Nee, das ist der Kompass. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden. So. Jetzt sehen wir alle Schätze, wo der Dungeon-Boss ist. Damit ist das Dungeon so gut wie erledigt. Müssen wir eigentlich nur noch zum Bossi gehen. Zum lieben Grogor. Ihm dreimal auf den Kopf hauen. Und schon ist das Dungeon erledigt. Und die Goronen haben wieder ihren Frieden. Ist doch alles nicht so schwer. So, dich noch weg. So, jetzt fängt gleich wieder dieses Scharfschützen-Abschieß-Gedöns an, das mit dem Ding einfach so unglaublich nervig ist. Mit dem Controller, wenn man da einfach nicht schnell genug zielen kann. Ist die eine jetzt gestorben, weil ich sie runtergestoßen habe? Nee, oder? Yeah.
So, wo im Karton? Ach, geht doch. So, ah, schön, wie die alle Pfeile droppen. So, zack, 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 zack. Da kann ich nicht direkt drüber springen. Sollte wahrscheinlich auch nochmal sicher gehen hier ein bisschen. Da die meisten Pfeile droppen. Ist das im Endeffekt ja egal. Und so kleine Zielbewegungen kann man ja ohne weiteres machen, aber draußen jetzt, während die auf einen schießen auch noch, das ist immer ein bisschen anstrengend. So, da oben den Schalter aktivieren, damit die Tür da unten aufgeht. Jetzt kommt der Power Move. Der war's nicht. Aber ich die ganze Zeit die falsche Taste drücke. Ich drücke jedes Mal zuerst Y statt den Bogen. Statt die Schultertaste hinten für den Bogen. Nee, bitte komm jetzt nicht hier hin. Ja, ja, au, au, au. Au, danke. Wupp, nicht reinrollen. Echt so blöd, die Taste zu treffen. Na, geht doch. War das denn so schwer? Echse. Ja, mit den Schuhen kann man nicht gut kämpfen. Aber die sollen ja nur schick aussehen. So, jetzt kommt der Power Move. Einmal da rein. Stiefel aus. Und durch. Bin ich da jetzt? Ne, ich bin jetzt nicht da außerhalb draußen. Kleiner Schlüssel? Ne, Rubin. Okay. Ich glaube, jetzt brauche ich gar keine Schlüssel mehr. Ich glaube, ich muss die Tasten überlegen. Hallo. Danke. Oh Gott. Ach, ich bin wieder auf so einem Magneten drauf. Ich dachte, ich bin jetzt von so einer Wand hochgezogen worden. So, und jetzt sollte ich eigentlich hier bei der großen Schlucht einen anderen Weg gehen können. Natürlich, sobald ich bei der großen Schlucht bin. So.